mal die Falten raus. Seht ihr? Ja. Muss ich nicht verraten. Ich bin aber auch ganz. Wunderschön. Yeah. Nun geht weiter. Ja, die gesamte Partei ist jetzt gefordert und die Motivation ist ja gut, das spürt man ja und das kriegen wir ja auch mit. Und deswegen geht es jetzt darum, dass wir den Programmentwurf, unser Update für den Zukunftsplan fertig machen und dann gibt es nächste Woche die Landesdelegiertenversammlung, wo wir die Liste aufstellen, die wir nach hinten noch ein bisschen ausweiten, damit wir, weil wir davon ausgehen, dass wir mehr werden. Und wir müssen unsere Themen ganz klar nach vorne stellen. Wir haben viel erreicht, aber wir haben für Nordrhein-Westfalen auch noch ganz viel zu tun. Für Kinder, Kitas, Schule, Hochschule, Weiterbildung. Was das Thema Klima- und Umweltschutz angeht, Energiewende muss vorangebracht werden. Und wir wollen unsere Kommunen handlungsfähig halten. Das sind die Hauptthemen und viele Details kommen natürlich noch dazu. Ein Thema spielt ja eine große Rolle. Das ist das Thema Haushaltspolitik. Und es ist verlogen, dass sich Röttgen und Lindner als Sanierer aufstellen. Sie haben zu verantworten durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz mit gelber Klientelpolitik, dass Nordrhein-Westfalen jährlich 800 Millionen Euro fehlen. Nordrhein-Westfalen und den Kommunen. Und dieses Geld, da haben wir ein Stoppsignal gesetzt, das geht so nicht weiter, das Ausbluten der öffentlichen Hand. Und auch darum ist es wichtig, dass wir gestärkt werden, damit wir im Bundesrat weiter verhindern, dass auf Kosten der Länder und Gemeinden in Berlin Haushaltspolitik gemacht wird. Ja, irgendwie hat man ja den Eindruck, die wollen die loswerden, ne? Aber die, die woanders nicht gewollt sind, die wollen wir ja auch nicht unbedingt haben. Ich finde die Halbherzigkeit, die finde ich bezeichnend. Die beiden wollen Nordrhein-Westfalen als Sprungbrett benutzen für weitere persönliche Ziele und dafür ist unser Land zu schade. Das hat unser Land nicht verdient. Wir brauchen keine Blender, sondern wir brauchen aktive Grüne, die die Ärmel aufkrempeln und mit Herz und Verstand für Nordrhein-Westfalen gute Politik machen wollen.